Hi auf YouTube, Jochen hier von Schlagzeugvideocoach.de. Heute geht es wieder mal um das Thema Spieltechnik bzw. um die Organisation der Spielhöhen für dynamisches Spiel und Akzente. Solltest du also zum Beispiel Schwierigkeiten damit haben, in Grooves schöne leise Ghost Notes zu spielen und trotzdem einen lauten Backbeat oder aber die Akzente nicht so gut von den leisen in Fill-Ins trennen zu können, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Am Ende weißt du, wie du das gezielt angehen kannst. Ich kenne das natürlich noch von mir selbst und erlebe es immer wieder im Unterricht oder bei Drumcamps, dass viel zu wenige Leute wirklich sich mal intensiv damit beschäftigen oder es ihnen jemand zeigt. Ich habe daher mal bei mir im Archiv gestöbert, denn ich habe schon mal ein Video zu dem Thema produziert, eigentlich für einen geschlossenen Mitgliederbereich. Soll uns nicht stören, nur dass du weißt, warum ich manchmal von Mitgliederbereich oder Mitgliedern spreche. Es geht direkt los. Es ist kein super aufwendig geschnittenes YouTube-Unterhaltungs-Edutainment. Videos, sondern eine kleine, in sich abgeschlossene und hoffentlich für dich nützliche Unterrichtseinheit. Ich melde mich gleich nochmal. Viel Spaß. Hi, liebe Mitglieder. Heute mal wieder seit langem ein Video hier am Übungspad. Und zwar wollte ich mal darüber reden, wie wir am besten unsere Schläge hier organisieren für dynamisches Spiel und für Akzente. Also welche Schlagbewegungen und Bezeichnungen gibt es hier überhaupt? Die gute Nachricht ist, es gibt tatsächlich hier nur 4 verschiedene Möglichkeiten oder Schlagbewegungen, die wir uns mal genau anschauen müssen, um wirklich die Lautstärken gut trennen zu können. Was heißt das? Ich habe also schon oft in Videos darüber gesprochen, dass es am Anfang erstmal ganz wichtig ist, dass wir zwischen 2 verschiedenen Spielhöhen unterscheiden. Also möglichst flach unten, ganz leise Schläge, zum Beispiel Ghost Notes auf der Snare Drum oder eben überhaupt erstmal ganz leise durchgehende Schläge, die ich dann für Übungen zum Beispiel mit Akzenten auffülle oder belege, um verschiedene rhythmische Sachen eben umsetzen zu können. Dafür brauchen wir diese ganz flache Spielposition, möglichst kontrolliert und trotzdem locker spielen, also dass der nicht unten irgendwie federt. Und dann brauchen wir natürlich das Gegenteil, also den hohen Schlag. Und dazu holen wir also aus dem Handgelenk aus und gehen natürlich auch ein bisschen mit dem Unterarm mit. Das ist also nicht das, das brauchen wir jetzt nicht. Und es ist aber auch nicht das. Also viele machen dann die Finger auf an der Stelle, obwohl das hier auch nicht nötig ist. Ich würde versuchen, hier immer so unter dem Gesichtspunkt ranzugehen, so natürlich wie möglich. Also genauso wie du andere Bewegungen im Alltag vielleicht auch möglichst natürlich automatisch machst. Also niemand würde so Zähne putzen, sondern es ist eine fließende Bewegung mit Handgelenksanteil, Unterarmanteil. Also einfach logisch rangehen. Interessant in dem Zusammenhang, den Test kann man ganz gut zum Beispiel mit Kids machen, also kleineren Schlagzeugern oder Schlagzeugerinnen, die mal versuchen lassen, möglichst leise Schläge hochzuspielen. Also dann sieht das so aus. Also es ist ein super komisches Gefühl, so zu spielen, genauso andersrum. Spiel so laut du kannst, aber ohne auszuholen. Also du kannst es mal aus Spaß probieren, fühlt sich echt witzig an. Macht aber natürlich logischerweise keinen Sinn. Je lauter, desto höher, je leiser, desto flacher. Und jetzt können wir mal auf die Suche gehen, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt's. Wir gehen mal Nummer 1 davon aus, wir spielen nur laute Schläge. Erstmal nur mit einer Hand. Das heißt, ich habe einen lauten Schlag und der nächste Schlag ist wieder laut. Das heißt, der Schlag beginnt hier oben und er endet auch hier oben. Warum? Damit ich wieder in der Ausgangsposition für den nächsten Schlag bin. Du siehst, ich spiele hier sogenannte Free Strokes, die ich auch schon öfters auch hier im Mitgliederbereich erklärt habe. Das heißt, wie ein Ball dribbeln, ich gebe dem nur hier oben den Anstoß nach unten und dann versuche ich, den ein bisschen vor dem Stock zurückzugehen und ihn hier wieder aufzufangen. So dass ich also nur hier oben diesen Ball sozusagen dribble oder den Stick anstoße. Okay.
Die Finger sind dran, ich brauche also nicht das hier, ich brauche die nicht zur Unterstützung, sondern es ist wirklich so ein reines Dribbeln. Ich stoße hier in dem Bereich an, gehe mit dem Handgelenk mit und lasse den möglichst viel der Arbeit also selbst machen. Genauso links. Und du hörst wieder, hoffentlich gut, dass der Drumstick ein Geräusch macht. Es klingt also nicht so, wenn ich den so festhalte. Sofort wird es hart. Achtung. Das Holz vom Stick kann also schwingen und macht hier sogar eine akustische Rückmeldung, sodass wir das immer sofort prüfen können. Oh, halte ich den Stick zu fest oder muss ich da nochmal an die Stockhaltung ran? Okay, der nächste Fall wäre, ich habe einen lauten Schlag und der nächste Schlag mit der gleichen Hand wäre leise. Das heißt, ich muss also jetzt organisieren, okay, ich starte oben, weil der laut sein soll und der nächste leise. Ich muss also unten bremsen, muss ihn hier abstoppen, damit er hier also in der Ausgangssituation ist, in der Ausgangsposition für diesen nächsten leisen Schlag. Also nicht wieder hoch, sondern das ist der sogenannte Downstroke, weil ich nach unten spiele und unten bleibe. Diese Geschichte ist übrigens ein sogenannter Fullstroke, weil er ganz ausgeführt ist, von ganz oben wieder zurück nach ganz oben. Fullstrokes, Halfstrokes und Lowstrokes. Das ist jetzt im Unterschied zu dem, was wir gerade besprechen. Also wir reden über das Organisieren von Spielhöhen und sauberen Trennen erstmal von zwei verschiedenen Höhen, zum Beispiel für Akzente. Bei Full, Half und Low Strokes geht es darum, dass ich eben diese Free Strokes hier einmal Full spielen kann, nämlich von ganz oben. Ich kann sie aber auch nur Half spielen. Das wäre eher so Mezzo-Forte. Und ich kann sie genauso Low spielen. Ich versuche genauso, den nur fallen zu lassen und zu dribbeln sozusagen. Also du siehst, ich lasse den eigentlich nur fallen und fange ihn wieder auf. Mehr ist es nicht. Das wären also Full, Half, Low Strokes. Nochmal einfach als Ergänzung zu dem, was wir gerade besprechen. Zurück zum Downstroke. Das ist also diese Geschichte, wo ich den unten auffange, wenn der nächste leise ist. Jetzt sind wir schon unten. Was wäre, wenn wir also einen leisen Schlag haben? Der nächste ist auch leise. Dann spricht man hier vom sogenannten Tap. Also wirklich nur ein Antippen. Oder man könnte natürlich jetzt auch sagen, das ist aber doch das, was ich gerade gezeigt habe. Also man kann ihn natürlich spielen als Low Stroke, also als Federschlag, als möglichst als Free Stroke, eben ganz unten. Tap, Low Stroke. Mir ist es immer nicht so wichtig, wie genau die Bezeichnung ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wie es funktioniert und das sauber spielen können, aber als Hintergrund. Letzte Variante, ich habe gesagt vier Schläge. Full Stroke, Down Stroke, Tap, der leise. Und vierte Möglichkeit, ich habe einen leisen Schlag und der nächste ist laut. Dann muss ich also vorbereiten, damit ich oben bin. Ich mache gleich ein Praxisbeispiel, warum das so wichtig ist. Aber das wäre also der leise Schlag und dann hochgehen. Das muss jetzt nicht so aussehen, dass ich also hier krampfhaft irgendwie versuche, ganz schnell hochzugehen. Es geht eher um dieses Vorbereiten. Ein Beispiel dazu, ein Paradiddle. Oft wird ein Paradiddle so gespielt. So, und dann passiert Folgendes. An dieser Stelle käme jetzt der linke Laute, richtig? Also rechts, links, rechts, rechts. Und jetzt kommt links, rechts, links, links. Und jetzt habe ich hier eine Aufwärtsbewegung, die ich aktiv anstoßen muss, ohne dass ein Sound entsteht. Und das kostet mich Zeit und Rechenleistung. Das heißt, linke Hand muss hochgehen und jetzt einen Schlag machen.
Der Paratitel wird also in schnellen Tempi nie so richtig rund klingen und sich gut anfühlen. Und darum geht's jetzt mit diesem sogenannten, habe ich noch gar nicht gesagt, Upstroke. Also die letzte Variante, die wir gerade gezeigt haben, ist der sogenannte Upstroke. Der vorbereitende Schlag für den nächsten Lauten. Der hilft uns hier im Paradiddle. Also rechts, links, rechts, rechts. Das heißt, ich muss nicht so hoch gehen. Ja, also das ist ganz komisch für mich zu spielen, sondern fließend. Ich habe ja Zeit dazu. Aber das macht jetzt im langsamen Tempo für dich vielleicht gar keinen Sinn und du sagst, es macht doch gar keinen Unterschied. Aber natürlich, wenn ich schnell spiele, also je schneller ich werde, dann siehst du schon, wird das natürlich eine viel flüssigere Sache hier. Und der Ablauf ist viel runder. Bevor ich dir gleich eine Übung zeige, eine ganz super einfache Übung, die man sich gut merken kann, die man immer mal machen kann, auch als Warm-up, zum Beispiel vom Auftritt oder vor der Probe, um einfach hier gleich mal den Rebound ein bisschen ins Gefühl zu kriegen und diese Höhen nochmal zu justieren quasi, bevor man dann ans Drumset geht, möchte ich dir nochmal was aus der Praxis zeigen, und zwar Downstroke, auch ganz wichtig, zum Beispiel in einem Groove, wenn ich also Ghost Notes spielen will und habe nach dem lauten Backbeat, also 2 und 4 im Groove, zum Beispiel 1, 2, 3, 4 und habe jetzt 1, 2, 2, 2 E. Also eine 16 nach der 2 will ich eine Ghost Note spielen, habe ich genau die Bewegung. Also ein lauter Schlag und danach ein leiser. Das wäre der Downstroke. 1. Okay, und genauso andersrum. Kommt oft vor, zum Beispiel Jojo Mayer spielt sowas in so Drum and Bass Grooves vor dem Backbeat. Einen leisen, das wäre dann der Upstroke. Also. Upstroke. Leise, laut. Also keine trockene Pad-Übung, sondern an den einfachen Beispielen will ich dir nur mal einen Geschmack dafür geben, wie wichtig das am Drumset ist. Das war natürlich nur ein Auszug, es gibt tausend Anwendungsbeispiele. Also für mich ein ganz wichtiger Aspekt im Schlagzeugspiel, dass ein Schlagzeuger besser klingt. Also es macht einen ganz anderen Sound, wenn jemand in der Lage ist, diese Höhen hier sauber zu trennen. Das ist auch eines meiner ersten Ansatzpunkte, wenn jemand zu mir kommt zum Unterricht. Dann schaue ich mir an, wie spielt der, kann er das sauber trennen. Jetzt die konkrete Übung dazu, und zwar nennt die sich Full Down Tap Up. Also die vier Schläge, die wir besprochen haben, ganz einfach. Wir nehmen erstmal eine Hand. Full, down, tap, up. Full, down, tap, up. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum so kompliziert? Das sind doch einfach zwei Laute, gefolgt von zwei leisen Schlägen. Ganz genau. Jetzt könnte man auch sagen, das macht es doch viel komplizierter, weil es ist erstmal wirklich gar nicht so leicht, das so zu spielen. Obwohl es ja nur zwei laute und zwei leise sind. Also warum macht man das? Ist es nicht nachteilig? Wir wollen ja Sachen nicht komplizierter machen. Ja, aber wenn wir das so beleuchten und uns bewusst machen und das automatisieren und das wirklich hier verinnerlichen, dann können wir es in jeder Situation abrufen, in jedem Tempo, in jeder dynamischen Stufe dann. Also deswegen kann ich dir das nur ans Herz legen, wirklich in Ultra-Zeitlupe, das muss man langsam machen und es lohnt sich. Also, full, down, tap, up. Full, down, tap, up. Genauso mit der schwächeren Hand. Full, down, tap, up. Full, down, tap, up. Und sprich das wirklich genauso mit, wie ich es jetzt gemacht habe, Metronom dazu an.
Schau dich, ich habe hier einen Spiegel hängen, schau dich auch im Spiegel an, wie sind die Drumsticks, passen die Bewegungen, sind die Hände gleich, mache ich irgendwo was anders. Also auch auf den Sound achten, all diese Geschichten. Und dann können wir das Ganze natürlich auch abwechselnd machen. Also die Hände abwechselnd einfach spielen. Dann haben wir zweimal Full, zweimal Down, zweimal Tap, zweimal Up. Wäre so. Full, Full, Down, Down. Das waren die vier Lautenschläge. Tap, Tap, Up, Up. Also viermal laut, viermal leise. Full, Full, Down, Down, Tap, Tap, Up, Up. Es geht überhaupt nicht um die Geschwindigkeit, sondern hier ist der Sinn, dass wir sauber trennen können. Hoch, flach, laut, leise. Das ist alles, worum es geht. Du kannst das mit dieser einfachen Übung machen, mit einer Hand. Denk dran, die Hände einzeln, abwechselnd. Und Paradiddle natürlich, Rudiments. Du kannst dir einfache Lesetexte nehmen, einfache Akzentfolgen oder Muster, die du vielleicht schon kennst. Und daran einfach mal überprüfen, okay, ist das wirklich sauber getrennt, so wie ich spiele? Oder kann ich hier an der und der Stelle vielleicht noch was verbessern? So viel erstmal zu diesen vier grundsätzlichen Schlagbewegungen. Probier es unbedingt aus. Ansonsten, wenn du Lust hast, im Dezember diesen Jahres findet wieder das nächste Technik-Drumcamp an der Bayerischen Musikakademie statt. Im Moment ist es schon so ungefähr zur Hälfte ausgebucht. Den Link packe ich wie immer in die Videobeschreibung. In dieser Playlist gibt es mehr Videos zum Thema Technik. Auf der Website gibt es einen kostenlosen Videokurs, wo es auch um Stockhaltung, Double Strokes und so weiter geht. Was auch immer du tust, mach's. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video.